Hallo Freunde und willkommen bei einem neuen Part von Wie erstelle ich mein eigenes Pokémon-Spiel? Ich weiß gerade nicht, ob es 44 oder 45, vielleicht auch nur 43 ist, also der Part, jetzt die Nummer, ne? Aber auf jeden Fall habt ihr richtig gesehen, es ist mal wieder ein neuer Part. Huhuhuhu. Ja, ich entschuldige mich dafür, ich habe hier einen neuen Rechner stehen, der ist ein bisschen älter, man hört ihn vielleicht so ein bisschen brummen, so im Hintergrund, aber das ist doch scheißegal. Hauptsache, der Rechner kann programmieren und man kann dran aufnehmen. Mehr braucht man doch gar nicht. Warum soll ich mir hier so ein High-End-PC hinstellen? Ich mache ja sonst nichts damit. So, in diesem Part will ich ein paar Sachen zeigen. Ihr seht vielleicht auch, der Part dauert mal wieder ein bisschen länger. Das ist ja mal eine freudige Angelegenheit. Und zwar habe ich ja mein eigenes Pokémon-Spiel, da bin ich immer noch kräftig dabei, ihr braucht gar nicht denken, dass ich da eine Pause einlege. Und wie ihr vielleicht wisst, die treuen Demo-Zuschauer bzw. Demo-Spieler, die wissen ja, dass es da 500 Level gibt und dass man am Ende, wenn man Level 500 ist zum Beispiel, das wissen sie wahrscheinlich nicht, weil es nicht so hoch ging bei denen, dass man dann irgendwie 1000 KP hat. Es gibt ein Pokémon, das hat Level 500, 3700 KP. Und wenn man dann eine Attacke draufballert, die alles sieht, dann gehen diese KP einfach Stück für Stück zurück, dass man erstmal eine halbe Stunde sitzt, dass die 3700 KP auf 0 runtergegangen sind. Oder wenn du zum Beispiel ein Level absteigst, dass der blaue EP Level absteigst? Doch, wenn du ein Level aufsteigst, so rum, dass der blaue EP-Balken ganz langsam vor sich hinzieht. Man denkt nur, was ist denn jetzt los? Geht das nicht schneller? Und genau für die Leute habe ich hier eine Lösung, die ich auch in mein Spiel einbringen werde. Und zwar gibt es im Script-Editor mal wieder hier so ganz viele schöne kleine Zeilen. Das kennen wir ja alle. Aber das macht uns gar nichts. Wir scrollen ein bisschen runter auf Pokébattle Actual Scene. Wenn das nicht findet, könnt ihr hier rechtsklick Find Pokebattle unterstrich Actual Scene eingeben und da findet ihr nichts. Naja, wenn das nicht findet, dann sucht er halt ein bisschen. Gut, das war halt. Warum findet man da nichts? Findet man da echt nichts? Oder kann man die hier vorne nicht suchen? Wie war denn das? Gut, es ist ungefähr in der Mitte. Müsst ihr ein bisschen suchen, ne? Oder ihr sucht den Paragraphen, komm her, ja, bisschen viel Politik geguckt, Junge. So, oder ihr sucht gleich das, was wir hier finden wollen, dann findet das auch besser. Also, Pokébattle Actual Scene erstmal, das könnt ihr euch hier raussuchen. Wenn ihr das nicht findet, wartet da kurz. Und hier geht er ein bisschen runter. Und genau hier wollen wir hin. Zu 678 und 684. Nun könnt ihr beispielsweise, wenn ihr es nicht gefunden habt, einfach hier rechtsklick Animating EXP eingeben. Dann kommt da schon Pokébattle Actual Scene. Also Animating Actual Scene. Was? Nee. Animating EXP. Das hier. Animating EXP. Animating EXP. Ne? Gut zu wissen. Dann kommt er halt auf diese Zeile, falls ihr es nicht gefunden habt. Und dann geht er runter auf 678 und 684. Ich hoffe, ich schreie gerade nicht so. Ich weiß es gar nicht. Gut. Dort habt ihr nämlich jetzt zwei To-Zeilen. Und zwar Animating HP und Animating EXP. Das bedeutet, ob die EP-Bar und die HP-Bar, die im Kampf zu sehen ist, aktiviert werden soll oder nicht. True heißt, sie wird aktiviert, false heißt, sie wird nicht aktiviert. Falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, ich gebe jetzt einfach mal false ein und dann seht ihr nachher im Kampf, was sich dabei ändert. False, ne? False. Apply, okay, Punkt. Gut. Nun, können wir eigentlich einen Kampf mal machen. Zack. Skripttuch, da hat sich das Spiel mal wieder auf dem rechten Bildschirm gehängt. Moment. Pokémon Essentials. Continue. So, jetzt machen wir einfach mal Debug. Gehen wir mal oben und dann dahin. Test Wild Battle. Jetzt suchen wir irgendein Pokémon aus. Scheiß der Hund drauf. Und das machen wir Level 55. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und dann gucken wir mal, was sich jetzt geändert hat. So, da haben wir ein Galactladi Level 51. Und, ach so, ja, wir haben Glumanda Level 60, ja gut. Und was haben wir denn jetzt? Wir setzen mal
Kopfnuss ein. Und jetzt müsst ihr mal genau darauf achten, was sich geändert hat. Kopfnuss. Ah, jetzt macht er seine scheiß rechte Hand. So, Glumanda setzt Kopfnuss ein, zack. Und zack. So viel hat's abgezogen. Und man hat gar nicht gesehen, wie der Ladebalken langsam nach links ging. Setzen wir mal Schlitzer ein, zack. Jetzt wieder das gleiche, zack. Automatisch wurde es abgezogen. Genau dasselbe bei uns. Es ist vielleicht nicht das Hübscheste, aber es erinnert so an alte Spiele, wenn man nicht so diese ganzen Neuheiten, dass der Balken sich langsam runterzieht und so weiter hat. Muss jeder selber wissen, wie er es findet. Ich finde es eigentlich ganz angenehm. Für mein eigenes Spiel passt das sogar sehr gut. Beziehungsweise sogar jetzt, was mit der EP-Bar passiert. Da könnt ihr mal sehen, wir kriegen 1959 EP-Punkte. Und es wird nicht angezeigt. Aber wenn wir jetzt ein neues Battle starten, gegen Alabis Level 5 als Beispiel. Lalalala. Alabis, komm her. Sehen wir da, der Balken wurde trotzdem gefüllt. Man hat einfach nur nicht gesehen, wie er sich gefüllt hat. Das dauert halt. Ich kann immer nur wieder auf mein Spiel zurückgreifen. Bei meinem Spiel kriegt man ja manchmal für einen Pokémon 5 Level ab. Und dann sieht man da, der Balken. Level up. Level up. Level up. Und so ist es halt so. Zack, Level up. Zack, Level up. Zack, Level up. Viel geiler einfach. Ne, ich wollte nur mal. Wenn man es direkt mit einem Schlitzer besiegen würde, dann ist es auch direkt tot. Zack. Hättest du jetzt ein Hytyra Level 100, das würde natürlich auch wieder dermaßen viel KP haben und das würde so lange dauern, bis das abzieht, was weiß ich. Dann müsst ihr halt selbst entscheiden, ob ihr das haben wollt oder nicht. So kann man nämlich auch 7 Minuten mal eben über so einen Quatsch quatschen. Gut, kommen wir zu dem, was ich eigentlich machen wollte. Ein Rivalen. War nur ein Scherz, der Rivale kommt doch nie. Gut, ne, jetzt ernsthaft, ein Rivale. Wir stellen mal hier einen Rivalen vor die Tür. Vom Gym. Vom fetten Gym, Alter. Der zieht 300 die Handelbank, Alter. Geiler Scheiß. Ne, dafür brauchen wir erstmal einen Charakter. Nehmen wir diesen Trainer hier und stellen einen normalen Trainer erstmal hier vor. So, dann brauchen wir erstmal dieses Bild von. Ja. Das Bild von. Nein. Wo haben wir es denn? Da. Was sind wir eigentlich? Sind wir Jungen oder Mädchen? Ist scheißegal. So, wir nehmen erstmal den Jungen. Wenn wir Mädchen sind, wollen wir den Jungen als Rivale haben. Das heißt, wir nehmen erstmal das Bild vom Jungen. Und? Ah ne, das machen wir am Ende. Gut. Die grüne Scheiße kann hier weg. Achso, ich habe mir gerade ein Event genommen von einem normalen Trainer. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr wisst, wie man einen normalen Trainer macht. Denn ansonsten müsste ich hier jetzt nochmal alles erklären. Da habe ich keine große Lust zu. Ich glaube, einen Trainer habe ich irgendwie in Part 5 schon erklärt oder sowas. Könnt ihr mal angucken, ne? Nennen wir übrigens mal Rivale. Rivale Hannes. Hans. Hans ist besser. Gut. Jetzt haben wir natürlich hier wieder das Übliche. Aber beim Rivalen kommt es auf etwas Bestimmtes an. Und zwar, ich gehe jetzt mal wieder ganz stark von meinem Pokémon-Spiel aus. Ich habe 2 Pokémon-Starter. Einmal Pokémon A und einmal Pokémon B. Der Rivale soll, wenn ich weiblich bin, männlich sein. Und wenn ich weiblich bin und Pokémon A nehme, soll er männlich sein und Pokémon B haben. Wenn ich weiblich bin und Pokémon B habe, soll er männlich sein und Pokémon A haben. Wenn ich männlich bin und Pokémon A habe, soll er weiblich sein und Pokémon B haben. Wenn ich männlich bin und Pokémon B habe, soll er weiblich sein und Pokémon A haben. Ne? Das heißt, man braucht 4 verschiedene Rivaltypen. Das heißt, wir müssen hier oben 4 verschiedene Events gleich erstmal einfügen. Aber wie unterscheiden wir jetzt, wann, was, wie ist? Im normalen Pokémon-Spiel ist es sogar noch schwerer, weil der Rivale, weil es 3 Starter-Pokémon gibt. Was haben wir hier im, wo haben wir das Labor? Haben wir ein Labor gemacht? Ja, genau. Hier gibt es ja 3 Starter-Pokémon. Das heißt, da müsste man nicht nur 4 Events haben, da müsste man dann 6 Events haben und immer derjenige, nicht der, das. Wenn man weiblich ist, soll der Junge dann nicht das andere Pokémon haben, sondern das, was besser gegen dich ist. Das heißt, man braucht 6 verschiedene Trainer. Ich gehe davon jetzt mal aus, dass wir nur 2 haben. Das heißt, Glumanda hat verkackt. Nee, Glumanda mag ich. Nehmen wir hier lieber mal den da weg. Bisasam, das will ja keiner. Na, gut. Jetzt haben wir 2 Starter-Pokémon. Shiggy und Glumanda.
Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, Rivalen zu erstellen. Ich zeige jetzt aber den ich immer mache, weil ich mich damit auskenne. Ich kenne jetzt nicht andere Versionen auswendig und deshalb mache ich lieber den hier. Wenn ihr eine andere Version habt, ist kein Thema. Ich mag die hier aber mehr. Gut, wir brauchen jetzt natürlich wieder Switche für den Rivalen. Und zwar fängt der eine Switch direkt schon am Intro-Anfang-Start an, den wir erstellt haben. Und zwar gehen wir einfach mal auf das Event, das wir erstellt haben. Ach, das sieht ja scheiße aus. Nee, gut. Und da haben wir ja entweder erstellt, wir sind ein Junge oder ein Mädchen. Angenommen, wir sind ein Junge, dann soll der Switch aktiviert werden, Junge genommen oder Penis hihihi. Was weiß ich, was wir da nehmen wollen. Das heißt, sobald wir Show Choices, Junge, Digger, Mädchen, tihihi, wenn Junge, Script PB Change Player 0, das heißt, wird zu Junge. Und genau hinter diesem Script PB Change Player 0 machen wir einfach mal Insert, Control Switch, neuen Switch eingeben. Und zwar nehmen wir da mal den Switch Junge genommen. Apply OG. OG. So, das heißt, wenn wir einen Junge genommen haben, wird das ganze Spiel lang der Switch Junge genommen aktiviert. Das gleiche brauchen wir natürlich jetzt noch, wenn wir ein Mädchen genommen haben. Das heißt, bei PB Change Player 1 das Skript, nochmal das gleiche, Control Switch, Mädchen genommen, wird der aktiviert. Das heißt, es kann nur ein Switch von den beiden insgesamt im ganzen Spiel aktiviert werden. Weil das Intro ist ja nur einmal zu sehen, ne? Apply, okay. So, jetzt wissen wir, welches, beziehungsweise jetzt wissen wir, ein Switch von den beiden wird immer aktiviert. Jetzt fehlt natürlich noch der zweite Switch, und zwar im Labor. Angenommen, wir nehmen, können wir hier schon einen nehmen? Ne, machen wir noch einen extra. So, wir gehen auf die beiden Pokébälle, die wir haben, ne? Einmal Shiggy, einmal Glumanda. Nehmen wir als erstes bei Shiggy. Machen wir noch einen extra Switch. Wieder unter PB Add Pokémon Shiggy. Rechtsklick Insert Control Switch. Machen wir diesmal gleich 58. Shiggy genommen. Und Apply, okay, ne? Und das gleiche bei Glumanda. Wieder unter Add Pokémon PB Species Charmander 5 Insert. Blablabla, Control Switch. Und zwar machen wir da Glumanda genommen. So, jetzt haben wir einmal den allübergreifenden Switch, wenn man Jung oder Mädchen wählt, ne? Das heißt, die beiden Switcher haben wir. Und wir haben die beiden Switche für die Pokémon-Starter. Shiggy und Glumanda. Die werden auch jeweils nur ein einziger kann aktiviert werden, weil wir nur einen Ball von den beiden nehmen können. Der andere liegt für immer tot. Ne? Tot. Gut. Jetzt können wir quasi beim Rivalen weitermachen. Der Rivale ist jetzt ein Junge. Das heißt, wenn wir den Jungen als Rivalen haben wollen, muss genau der gegenteilige Switch aktiviert werden, dass wir ein Mädchen genommen haben. Das heißt, bei Rivale Hans ist jetzt die Voraussetzung, dass das Mädchen genommen wurde. Also die Voraussetzung, dass der Rivale Hans als Junge hier steht. Rivale Hans ist auch ein dummer Name. Rivale. Dass der Rivale hier als Junge steht, ist einmal, dass das Mädchen genommen wurde. Und dann der zweite Switch, dass als Beispiel Shiggy genommen wurde. Okay. Dann löschen wir mal diese Seite. Zack, zack. Dass wir nur diese eine Seite hier haben. Und diese Seite kopieren wir jetzt und pasten. Jetzt haben wir zweimal die gleiche Seite. Der einzige Unterschied, dass wir auf Seite 2 den zweiten Switch zu Shiggy genommen, von Shiggy genommen zu Glumanda genommen ändern. Das heißt, jetzt haben wir genau die gleiche Seite mit einmal Rivale Hans Mädchen genommen, Shiggy genommen und Rivale Hans Mädchen genommen, Glumanda genommen. Das gleiche kopieren wir uns jetzt, pasten es auf Seite 3, ändern erstmal das Bild zu dem Mädchen, machen einen Switch, Junge genommen und Shiggy genommen. Das kopieren wir uns und pasten es wieder und ändern wieder zu Glumanda genommen. Das heißt, wir haben jetzt 4 Seiten. Einmal Mädchen genommen, Shiggy genommen. Zweite Mädchen genommen, Glumanda genommen. Dritte Junge genommen, Shiggy genommen. Vierte
Junge genommen, Glumanda genommen. So, jetzt müssten wir quasi viermal dieses ganze Skript ausfüllen. Das machen wir einfach mal. So, was haben wir denn hier? PBS, Trainertypes. So, der Junge ist Pokémon Trainer Red. Das kopiere ich mir. Füge es mir bei Intro ein. Kampf 1. Ja, Kampf 1 kann ich ruhig sagen. So, Colonel PB Trainer, check. Was war das denn? PB Trainer, check? Das habe ich noch nie gesehen. Also erstmal Phone Register kann weg. PB Trainer, check? Ist das ja immer? Gut, dann ändern wir es auch einfach mal. Bugcatcher. Machen wir wieder zu Pokémon Trainer. Hier machen wir wieder Bugcatcher. Pokémon Trainer Red. Hans ist ja richtig. Guter Kampf 1. False. Und 0 ist hier wichtig. So, das heißt, wir haben jetzt bei dem Typen geändert. Einfach nur den Trainertypen Name. Einmal hier oben bei PB Trainer Intro. Pokémon Trainer Red. Dann hier komischerweise bei diesem Ding, was ich noch nie gesehen habe. Ich weiß gar nicht, warum das da ist. Oder ich nehme es einfach nicht wahr, kann auch sein. Habe ich auch mal Pokémon Trainer Red hingeschrieben, ne? Hans ist ja richtig, der Name. Ach, das kann weg, Alter. Fick dich. So. So, und das hier. Conditional Branch. Da haben wir immer das Skript hier drin gehabt. PB Trainers. Und da kommt wieder Pokémon Trainer Red rein. Hinten, ganz hinten bei diesem Conditional Branch ist ja immer False, 0. Beim ersten ist das 0 richtig. Beim zweiten kommt gleich was anderes hin. Und zwar kopieren wir uns das hier, gehen auf die zweite Seite und löschen das alles, was hier steht und fügen das ein. Damit wir nicht wieder Pokémon Trainer überall eingeben müssen. Kampf 2 machen wir da mal hin. Und jetzt ist wichtig, dass wir auf Seite 2 einfach nur hinten False 1 eingeben. Das heißt, die zweite ID von Rivale Hans. So, jetzt haben wir quasi zweimal die gleiche Seite mit dem gleichen Skript. Nur ein paar Unterschiede. Einmal halt das Shigi und Glumanda, den Unterschied. Einmal halt, dass Kampf 2 und Kampf 1 ist, nur die Textdatei. Und dass das Conditional Branch einmal False 0 und einmal False 1 ist. Das heißt, dass wir zwei IDs von diesem Trainer erstellen. Das gleiche müssen wir jetzt nochmal bei dem Mädchen machen. Die heißt Pokémon Trainer Leaf. Aha. Ach, wisst ihr, wie ich das mache? Ich nehme mir wieder dieses Skript hier. Zack, lösche das und gebe hier Leaf ein. Leaf, Kampf 3, sagt die. Da könnt ihr natürlich einstellen, was ihr wollt. Und das ist wieder hier Leaf. Außerdem heißt das Mädchen nicht Hans, sondern Hanna. Guter Kampf 3, okay, den Text könnt ihr dann wieder auch ändern, ist ja egal. Und die hat wieder als erstes False 0. Kopieren wir uns. Auf Seite 4 fügen wir es ein. Und dann Kampf 4. Pokémon Trainer Leaf gibt es ja bereits. Und jetzt wieder halt False 1. So. Ach, können wir überall auch Action-Button machen? Das ist nicht so wichtig. So. Jetzt haben wir quasi den Rivalen erstellt. Jetzt ist immer nur ein kleines Problem mit dem Pokémon einstellen, welche Pokémon der haben soll. Wir wissen, wenn wir gleich nachgefragt werden, Pokémon Trainer Red, 0,0 heißt False 0 hier hinten, ne? Das heißt ID 0, hat ein Shigi. Quatsch. Jetzt müssen wir umgedreht rechnen. Wenn 0 ist, soll er Glumanda haben. Wenn 1 ist, soll er ein Shigi haben. Das heißt, wir müssen dem immer das Pokémon geben, was wir hier oben nicht eingestellt haben. Als Beispiel, der erste Trainer soll ein Glumanda haben, weil wir Shigi haben. Shigi genommen, ne? Also immer umgedreht denken, da komme ich auch immer durcheinander. Ich zeige es euch einfach mal. Wir gehen wieder ins Spiel rein, zack, zack. Geht wieder auf einen anderen Bildschirm. Moment, muss ich kurz rüberziehen. Zack. So, continue. Und da habe ich gleich einen kleinen Trick für euch, der euch das alles ein bisschen erleichtert. Stadt 1. Lalalala. So, klettern wir über den Zaun. Da haben wir ein Relaxo. Und jetzt sehen wir, wie wir sehen wir nichts. Das liegt daran, dass wir die Switche noch nicht aktiviert haben.
Aber das macht gar nichts. Wir gehen auf Debug, auf Switches und da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Und zwar sehen wir, welche Switches aktiviert wurden und welche noch nicht. Wir wollen aktiviert haben, einmal Mädchen genommen und Shiggy genommen. Dann gehen wir kurz in ein Haus rein und raus. Ich hoffe, das geht so. Jawohl. Und dann steht der Trainer da. Das müsste jetzt Pokémon-Trainer Hans sein. Er ist Junge. Weil wir ein Mädchen genommen haben. Wie wir sehen, sind wir ein Mädchen. Ne, warte mal kurz. Habe ich was falsch gemacht? Wir sind ja gar kein Mädchen. Also wir sind, na, ist ja egal. Ist ja Quatsch, egal. Der Switch ist ja aktiviert. Darum geht's. Der Switch, Mädchen genommen und Shiggy genommen, ist aktiviert. Das heißt, er braucht jetzt einen Glumanda. Reden wir ihn an. Kampf 1. Add new trainer, Pokémon trainer, wet, Hans. Yes. Die 0 steht da nicht, weil 0 immer das Normale ist. Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Der braucht jetzt einen Glumanda. B, C, D, E, F, G. Da unten ist irgendwo G. Glumanda, Junge, Level 100. Add another Pokémon. Könnt ihr jetzt machen, ich mach's nicht. The trainer data was added to the list of battles. Jawohl, schön. Jetzt gehen wir wieder in den Markt rein. Zack, und wieder raus. Ach nee, Entschuldigung, gehen wir gleich einmal drin. Gehen wieder auf Debug. Switches. Und jetzt wollen wir ein bisschen anders machen. Und zwar sehen wir ja, wir haben Mädchen genommen und Shiggy genommen aktiviert. Dann machen wir einfach Shiggy genommen wieder off. Und Glumanda genommen wieder on. Das heißt, jetzt müssten wir den Trainer wieder einstellen können. Aber dieses Mal müssen wir ihm einen Shiggy geben. Kampf 2. Add new trainer, Pokémon trainer, Red Hans, ID 1. Wie ich gesagt habe, ID 0 und ID 1. ID 1 wird allerdings nicht angezeigt, weil ID 1 Standard ist. Ja, und er hat ich hab's vergessen. Shiggy, genau. Level 300. Nein, Level 100. Nach Level 90. Der ist nicht so stark. So, nein, kein anderes Pokémon. Jetzt halt die Schnauze. Weiter geht's. Ja, und jetzt könnt ihr euch natürlich denken, was das kommt, ne? Debug. Switch. Lalalalala. Jetzt haben wir halt, Mädchen genommen kann off sein. Junge genommen ist an. Und jetzt machen wir halt, Shiggy genommen wieder an. Das heißt, jetzt ist das Mädchen da. Und es hat ein Glumanda. Wie wir sehen, ist ein Mädchen da. Kampf 3. Add new trainer, Pokémon trainer, Leaf, Hannah. Wieder keine 0,0, weil es ja Standard ist. So, die hat jetzt wieder ein Glumanda. FGG Glumanda. Die ist aber schwach, die hat nur Level 10er. So, nein, kein anderes. So, bla bla bla. Wir gehen wieder in den Pokémon-Markt. Ich muss mich mal ein bisschen beeilen, ich bin schon bei 23 Minuten, meine Güte. So, Switches. So, Glumanda genommen kann on und Shiggy genommen kann off. So, jetzt hat sie, jetzt müsste immer noch das Mädchen da sein und jetzt will sie ein Shiggy. Und es müsste Hanna, 1 sein. Add new trainer, Pokémon trainer, Leaf, Hanna, ID 1, ja. Aber die hat jetzt auch Spaß, kein Glumanda. Was müsste sie haben? Halt das andere. Und da geben wir jetzt einfach mal irgendein Pokémon ein. Hier ein Geowatz Level 100, ne? Standard. Der Rivale in der ersten Stadt hat immer ein Geowatz Level 100. Das ist Standard. So, bevor wir jetzt gegen die kämpfen können, das wisst ihr ja wahrscheinlich, kriegen wir erstmal einen Error. Zack, dass sich das Spiel aufhängt. Jetzt müssen wir das Spiel starten. Und dabei lädt das Spiel natürlich immer beim Trainer einstellen. Das ist ja normal so. So, das ist wieder auf einem anderen Bildschirm. Da lädt es. Und in der Zeit kann ich mal was sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal... Ich will es vor jeder Aufnahme sagen, aber irgendwie vergesse ich es immer. Oder ich sage es jedes Mal und erinnere mich nicht dran. Auf jeden Fall, die ganzen Tutorials, die ich mache, sind auf das Pokémon Essentials Starter Kit Version 11 ausgelegt. Ich kriege so viele Nachrichten. Es klappt ja gar nicht, das geht anders. Ja, dann müsst ihr aber genau die Version nehmen, die ich in Part 1, wo ich das erstellt habe, vor was weiß ich wie vielen Monaten, wo es nur Version 11 gab, dann müsst ihr das genauso machen wie ich. Und wenn das dann anders macht und sich euch dann beschwert, dann, ja, da kann ich doch nichts zu, Alter. Ich tick mir manchmal vor den Kopf, deswegen. Ne, hier so.
Vom Kopf, dicken Junge. Oh, das hört sich an wie Holz, ey. Gut, jetzt komm mal hin, 50, 100, bläh. So, ich werde jetzt nicht jeden Trainer durchgehen und testen. Ich werde nur einen testen. Und am besten nicht den ersten. Machen wir mal. Ah, jetzt müssen wir hinlaufen. Wir nehmen ein Mädchen, weil wir ein Junge sind. Das kommt dann authentischer. Lalalala, lalalala, da ist ein Relax. Oh. So. Wir gehen erstmal in den Markt. Zack. Vielleicht müsste auch nur die Route wechseln oder so. Oder nur aus dem Radar gehen. Ich weiß es nicht. Ob es dann auch schon geht. Ich mache immer so Markt oder sowas. Wir haben einen Junge genommen. Und haben Shiggy gewonnen. Gewonnen, ne? Genommen. So machen wir das. Jetzt gehen wir halt raus. Und jetzt ist das Mädchen da oben und müsste Glumanda haben, ne? Kampf 3. So. Kampf beginnt. Biau, Junge. Voll krass. Findest du gegen Hanna? So, da haben wir Pokémon Trainer. Hanna would like to battle. Pokémon Trainer sent out Glumanda, Level 10. Genau so habe ich es eingestellt. Super, und wenn wir jetzt Schlitzer einsetzen, ist automatisch tot. Wird gar nicht abgezogen, weil wir es ja am Anfang des Parts eingestellt haben. Außerdem kriegen wir 17 EP, die gar nicht angezeigt werden. Supi! Guter Kampf 3. Schön. Achso, ja, jetzt müsstet ihr noch einstellen, was ihr machen soll danach. Sonst könnt ihr natürlich wieder gegen die kämpfen, ne? Das ist eigentlich übrigens, ne? Eine super geile Taktik, einen Endlos-Trainer zu erstellen. Immer da einfach hinstellen, ohne dass man ihn irgendwie beendet. Das heißt, einfach hinstellen und niemals eine neue Seite einstellen mit Control-Self-Switch-A gleich on. Also niemals das hier machen. Dann ist der Trainer vorbei. So habt ihr einen Endlos-Trainer, ne? Habe ich gleich drei Sachen gezeigt. Meine Güte, bin ich cool oder was, hä? Jetzt erstmal wieder 7 Monate keine Videos, damit ihr alle meckern könnt. Mensch, ich habe einfach keine Zeit für Videos, sonst würde ich ja welche machen, meine Fresse, ey. So, ich speichere das jetzt ab. Huch, ja, speichere ich ab, zack. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, ne? Bis dann. Adios.